In diesem Video habe ich ein Beispiel für dich. Ich habe vor einiger Zeit eine ältere Frau begleitet, die hat irgendwann angefangen, regelmäßig von hochgiftigem Blut zu lecken oder zu trinken. Und sie ist jämmerlich zugrunde gegangen. Und ich habe mir gedacht, was läuft hier ab? Und es hat eine Zeit gedauert, bis ich dieses ganze Thema verstanden habe. Aber vorher noch, es gibt eine zweite Art, Blut zu lecken, die was uns alle jeden Tag regelmäßig begegnet. Und zwar die psychologische Art, Blut zu lecken. Die Nachrichten, die Medien, die Zeitungen, die nutzen alle dieses eine Spiel, dass wir alle eine Sehnsucht haben, Blut zu lecken. Auf psychologischer Ebene. Schlechte Nachrichten wirken viel besser als wie gute Nachrichten. Kind tot, Eltern schuld. Da schauen wir hin. Da wollen wir mehr wissen. Und von dem leben die Medien. Und die Medien werden somit genährt und gestärkt, weil eine große Masse der Menschen schaut auf dieses Thema und gesetzt der Aufmerksamkeit auf das, was wir schauen, das wird größer. Energie folgt der Aufmerksamkeit. Das dehnt sich aus. Und jetzt haben wir selber die freie Wahl, uns selber zu entscheiden. Welche Informationen geben wir uns? Und das können wir heute ändern. Versuch einmal einen Tag oder eine Woche oder zwei Wochen lang ganz wenig oder keine Nachrichten zu schauen. Weil du wirst merken, auch ohne dich passieren diese oder jene Dinge. Und musst du das alles wissen? Mach das für dich einmal oder schau dir da einmal selber in den Spiegel. Und entscheide für dich, ob du das immer brauchst oder ob du deine Aufmerksamkeit dir selber zur Verfügung stellst, deinen Projekten, deinem Umfeld, deinem Job, deinen Mitarbeitern, deiner Familie. Und du wirst merken, da entsteht eine tolle Kraft, eine innere, ganz gewaltige Kraft. Und jetzt zum Beispiel von dieser Frau. Ich habe mich eine Zeit lang gewundert, warum sich diese Frau so sonderbar, so ganz eigen verhält. Das war eine sehr lebenslustige, eine sehr frohe Natur, das war eine sehr unterhaltsame Natur. Und irgendwann hat sie sich angefangen abzukapseln. Sie hat nicht mehr gern Besuch gehabt, sie ist ganz eigenartig geworden. Und irgendwann habe ich es gewusst, sie hat jeden Tag hochgiftiges Blut geleckt. Sie hat angefangen, den ganzen Tag fern zu sehen, sich hochdramatische Serien anzuschauen. Und sie hat das alles geglaubt, was da kommt. Und sie hat irgendwann ein Bild bekommen von der Welt. Die Welt ist schlecht und sie ist so schlecht. Ich will nicht mehr da sein. Und die ist wirklich jämmerlich zugrunde gegangen. Und jetzt weiß ich es. Sie hat angefangen, hochgiftiges Blut zu lecken, auf psychologischer Art und Weise. Und das ist ein selber gemachter Johannisbeersaft. Der schmeckt natürlich sehr gut. Also achte darauf, was du zu dir nimmst, welche Nahrung du auf geistiger Ebene konsumierst. Und entscheide dich ganz klar, wenn möglich, für dich, für aufbauende Dinge, für Dinge, die dir gut tun. Und das kannst du in jeder Sekunde selber entscheiden. Und genau das wünsche ich dir. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Pieti Servus, mach's gut.